Ein geostationärer Satellit befindet sich 36.000 Kilometer über der Erdoberfläche. Wie groß ist seine Geschwindigkeit auf seiner kreisförmigen Laufbahn, wenn der Erdradius 6.375 Kilometer beträgt? Wir nehmen das Zentrum der Erde als Bezugskörper. Der Radius der Erde, klein r, beträgt 6.375 Kilometer. Die Höhe des Satelliten über der Erdoberfläche beträgt 36.000 Kilometer. Wir bezeichnen sie mit klein h. Die Revolutionsperiode des Satelliten um das Erdzentrum stimmt mit der Rotationsperiode der Erde um ihre Achse überein, denn dieser Satellit ist ja geostationär. Das bedeutet also, dass die Revolutionsperiode des Satelliten 24 Stunden beträgt. Was wir suchen, ist die Geschwindigkeit des Satelliten auf seiner Laufbahn, die wir in Kilometer pro Stunde ausdrücken. Und dazu nutzen wir natürlich die Formel v gleich d auf t. Als zurückgelegte Distanz nehmen wir den Umfang der kreisförmigen Laufbahn des Satelliten, das heißt 2 mal Pi mal diesen Radius groß r, also so. Und die Zeit, die vergeht innerhalb einer vollen Runde, ist natürlich die Revolutionsperiode. Dieser Radius groß r stimmt überein mit klein r plus klein h, also so. Jetzt brauchen wir nur noch klein r und klein h sowie auch klein t durch die bekannten Werte zu ersetzen und erhalten so diese Rechnung, die wir dem Taschenrechner aufgeben. Bruch 2 mal Stift für gelb Pi mal Klammer auf 6.375 plus 36.000, einmal Kursortaste nach unten, 24, ist als Dezimalzahl 11.093,75. Diese Zahl halten wir hier fest. Die gesuchte Geschwindigkeit beträgt also ungefähr 11.093,75 Kilometer pro Stunde.